Sag mal, Max, wie lange wohnst du jetzt eigentlich schon im Hotel? Oh Mann, ey, jetzt hör doch mal auf mit diesem Scheiß. Soll ich es dir sagen? Wenn du es weißt, warum fragst du denn dann so dämlich? Weil ich mir Sorgen mache. Um mich? Ja, was willst du auf einmal mit 5 Zimmern? Da verläufst du dich doch drin. Möbel hast du auch keine? Und dann jetzt im Dunkeln sich eine Wohnung angucken. Die hauen dich doch übers Ohr, diese Schweinepriester. Makler, ich sag dir, pass auf die Makler auf. Freddy, ich guck mir jetzt diese Wohnung an und zwar alleine, ja? Ich hab dich gewarnt. Alfred Schenk, ich kann sehr gut auf mich alleine aufpassen, ja? Wenn du meine Hilfe nicht willst, bitte. Du bist ein Klugscheißer, du. Richtig. Ja, haben Sie es gut gefunden? Ja. Dann kommen Sie mal mit, dann will ich Ihnen die Wohnung mal zeigen. Die ist im 3. Stock, das hatten wir ja am Telefon schon gesprochen. Aha. Und wenn sie Ihnen gefällt, dann kommen wir gleich den Mietvertrag. Welche Hörstrei wird die zweite? Welcher Kölsch? Tradition verpflichtet. Stopp, stopp, stopp. Nicht lasziv, Mona. Bitte nicht lasziv. Bloß Freude. Alt und Jung gehören zusammen. Und am Anfang bitte nicht den Großvater da anbaggern. Nur Lebensfreude. Warum eigentlich nicht lasziv? Ihr Vater möchte Lebensfreude, keine Anmache. Jung und alt sitzen beisammen und jeder trinkt seinen Kölsch. Ich sehe das genauso. Also weiter jetzt. Ich sehe das überhaupt nicht so. Hör auf, hier ständig reinzuquatschen. Ich hab bloß gesagt... Können wir jetzt bitte Ruhe haben? Bitte alles nochmal auf Anfang. Und Musik ab! Welche Hörstrei bitte zweite? Nicht anfassen, Idiot. Nimm mein Taschentuch. Ab sofort wird die Produktionshalle und das ganze Gelände Tag und Nacht bewacht. Diese Irre spaziert hier einfach rein und vergiftet, wenn möglich, noch unser Bier. Frau Schmitz, lassen Sie die Ratte umgehend ins Labor des Veterinäramtes bringen. Kein Fass verlässt ungeprüft den Betrieb. Sollte man nicht doch die Polizei? Es ist schon die 3. Warnung. Keine Polizei. Ich sehe mir den Lumpen an. Ich weiß schon, wie man mit solchen Leuten umgeht. Du kannst da nicht selber hin. Wann ist diese Geldübergabe? Morgen Abend, 21.30 Uhr. Ich hab dich gewarnt, Papa. Mein lieber Sohn, ich finde es nicht gut, wenn du meine Überlegungen anzweifelst. Es geht um unseren guten Ruf. Ich will, dass diese Erpressung vom Tisch ist. Und wir werden ein einziges Mal zahlen. Das kommt uns immer noch billiger als ein Giftskandal. Wenn du einmal zahlst, dann kommt die immer wieder. Ich zahle einmal und nicht zweimal. Ist das in Ordnung? Frau Schmitz, hören Sie auf zu heulen. Gehen Sie schon, los, los. Du wirst mich nie wieder bloßstellen, das verspreche ich dir. Hör mir mal gut zu, mein Junge. Nenn mich nicht mein Junge. Man kann doch erst mal verhandeln. Und wenn das alles nichts nützt, können wir immer noch die Polizei einschalten. Ich meine es also ernst? Wer uns tote Ratten in die Brauerei legt, kann auch Bier vergiften. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen handeln.
Und wenn ich einmal nicht mehr da sein sollte, dann bist du hier gefordert, Lisa. Paul kann das nicht. Ich habe nie vergessen, wie sehr mir dein Vater damals geholfen hat. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Morgen. Morgen. Hey, Lissi, neue Frisur. Mhm, ist gut, nicht? Ja. Und war nichts mit der Wohnung, hä? Och, die Wohnung war schön. Und die Maklergebühr war auch schön. Meine Güte, du kennst sie doch, die Schlitze. Entschuldigen Sie. Mein Name ist Belcher, von der Belcher Brauerei. Belcher Kölsch? Was kann ich für Sie tun? Wir werden erpresst. Oh, da sind Sie unten ganz falsch. Da müssen Sie hoch in die zweite Etage und dann dritte Tür rechts. Wenn Sie wollen, kann ich Sie dahin bringen. Hier unten sind Sie in der Mordkommission gelandet. Ja, wir haben ja auch Morddrohungen erhalten. Ach, Sie werden bedroht? Ich? Nein, nicht persönlich. Ja, wie soll ich sagen? Morgen allerseits. Ich brauche die Unterlagen zum Totschlag an Meißner. Herr Staatsanwalt vom Prinz. Dankeschön. Gern geschehen. Herr Belcher, Sie hier. Ich möchte Anzeige erstatten und diese Beamten wimmeln mich ab. Was ist denn passiert? Wir wimmeln niemanden ab, Herr Belcher. Wir sind für Erpressung nicht zuständig. Erpressung? Da hat Hauptkommissar Schenk allerdings recht. Ich kümmere mich drum. Kommen Sie, Herr Belcher. Was ist das? Polizei? Was soll das? Das ist Staatsanwalt von Prinz. Er wird mit seinen Leuten die Geldübergabe begleiten. Du hast also über meinem Kopf. Ich habe doch gesagt, keine Polizei. Herr Belcher, Sie können das nicht alleine durchziehen. Arbeiten Sie mit uns zusammen. Ja, was wollen Sie mir etwa vorschreiben? Wie? Ich habe es gewusst. Du hast es natürlich vermasselt. Wie kann ein Mensch nur so dämlich sein? Mir gefällt das überhaupt nicht, wie das hier abläuft. Gehen Sie auf jede Forderung des Erpressers ein. Wir sind in Ihrer Nähe. Im richtigen Moment schlagen wir zu. Es wäre allerdings besser, jemand von uns würde die Geldübergabe übernehmen. Ich bringe dem Mann das Geld, ja? Höchstpersönlich. Ich brauche nur eine einzige Zusicherung. Keine Presse. In Ordnung. Keine Presse. Dürfen wir Sie jetzt verdrahten? Verdrahten? Sie bekommen mein verstecktes Sendemikro. Wir hören alles mit zu Ihrer eigenen Sicherheit. Sie ist geladen. Und pass auf dich auf. Ich will die nicht. Nimm sie. Sicher ist sicher. Sind Sie Herr Belcher? Ja. Ich habe einen Fax für Sie. Fahrstuhl benutzen, Fernsehen, Geldkoffer. Allein in den 14. Stock. Weitere Anweisungen folgen. Sozusagen von Mann zu Mann. Was ist das denn hier? Ich hab doch gesagt, keine Polizei. Sie halten mich für total bescheuert. Von da an alle. Kontakt zur Zielperson ist abgebrochen. Ist das Geld da drin? Hier, das sind 100.000 Mark in kleinen Scheinen. Das kann auch nicht wahr sein. Jetzt links! Ich hab gesagt 200.000 und Sie bringen mir 100. Was ist jetzt hier? Übers Treppenhaus! Wir müssen irgendwo sein. Haben Sie ihn?
Was ist denn? Wir haben alles im Griff. Setzen Sie sich wieder hin, wir machen unsere Arbeit. Sie haben gesagt, es gibt nur diese beiden Aufzüge. Wir haben einen dritten gefunden. Danke. Und warum haben Sie das vorher nicht gesagt? Ich will das Geld sehen. Und in den Koffer auf. Los. Die müssen doch irgendwo in diesem verfluchten Labyrinth sein. Oh. Scheiße. Was haben Sie gemacht? Sie haben mich angeschossen. Blutest ja. Ist nicht schlimm. Hier, Mona. Ich hab das Geld. 200.000? Was hast du denn? Er hat geschossen. Paul? Nee. Der Alte hat geschossen. Hat auf einmal eine Pistole. Ja, und? Geschossen. Mona, ich glaube, er ist tot. Tot? Tot. Er hat mich so angestarrt. Hat sich gar nicht mehr bewegt. Das ging alles so schnell. Mona, die haben uns reingelegt. Robert, das ist Mord. Mord! Wenn er zuerst geschossen hat, dann ist das Notwehr. Notwehr. Hey, der kann doch nicht einfach auf mich schießen. Das kann er doch nicht machen. Was ist passiert? Wer ist der Tote? Hans-Georg Belcher. Wie, der Belcher von gestern aus dem Büro? Sein Vater. Erschossen im Küchenlift. Hat anscheinend eine Waffe gezogen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und der Erpresser? Flüchtig. Das Geld? Ist auch weg. Komm mit. Oh. Zwei Schüsse wurden gehört. Habt ihr schon Projektile gefunden? Nichts. Dann ist der Erpresser höchstwahrscheinlich verletzt. Ja. Warum lasst ihr denn so einen alten Mann eine Geldübergabe machen? Dann auch noch mit einer Waffe. Spinnt ihr? Von einer Waffe wussten wir doch nichts. Das sind doch Blutspuren. Ja, Ärzte, Krankenhäuser informieren, Gegend absuchen lassen. Mann. Der alte Herr wollte das Ding unbedingt alleine durchziehen, der Spinner. Tja, das ist Ihr Fall, Herr Staatsanwalt. Aber jetzt ist es Mord. Also ein Fall für die MK. Bitte?
Ihr seid doch die Besten, die ich habe. Mir kommen gleich die Tränen. Ist denn überhaupt jemals vergiftetes Bier aufgetaucht? Nee. Bloß eine vergiftete Ratte. Ach, noch was. Es herrscht absolute Nachrichtensperre über den Fall. Habe ich dem alten Belcher noch versprochen. War das seine Waffe? Nein. Meine. Sie haben ihm die Waffe gegeben? Er hat darauf bestanden, sie anzustecken. Ihr könnt den Mann jetzt einpacken. Noch einen. Er wollte die Sache wie immer auf seine Weise aus der Welt schaffen. Einen Kriminellen gut zureden, verhandeln, abfinden, wegschicken, erledigt. Hätte er nur einmal auf mich gehört, ein einziges Mal, dann wäre ich jetzt noch im Leben. Diese bornierte, selbstherrliche Arroganz. Mein Gott. Sie haben ja jetzt alles. Nein. Meine Frau hat auch einen Teil in der Firma. Das Verhältnis zu Ihrem Vater war nicht so harmonisch, oder? Ich sag's Ihnen offen ins Gesicht, er war ein Tyrann. Ja. Gefürchtet und geachtet. Er hatte alles unter seiner Kontrolle, alles. Alles ging durch seine Hände. Unerbittlich. Unerbittlich. Bis zum bitteren Ende. Mama hat heute nach dir gefragt. Warum hast du nie mehr angerufen? Und sie macht sich große Sorgen. Morgen. Ich rufe sie morgen an, ja? Mensch. Warum hast du mir nicht gesagt, dass der Alte das Geld bringt? Weil ich es nicht gewusst habe. Hau sollte, weil über. Was machen wir denn jetzt? Du. Keine 200.000. Ja, er hat eine 100 gebracht. Mona, ich brauche einen Arzt. Ja, woher denn? Ich weiß nicht, woher. Da, Geld. Lass dir was einfallen. Das können wir nicht anholen. Die Scheine sind garantiert registriert. Die müssen wir im Ausland umtauschen. Mona, geh raus vor die Tür. Hol mir irgendjemanden. Hol mir Morphium oder ich weiß nicht was. Dann hat Ihr Chef also alles höchstpersönlich und handschriftlich veranlasst. Ja. Funktioniert der Telex noch? Er funktioniert. Aber sein Sohn hat die Produktion letztes Jahr auf Computersteuerung umstellen lassen. Mhm. Sind das alle Erpresserbriefe? Ja, die Kopien. Die Originale hat Herr Staatsanwalt von Prinz gestern schon abgeholt. Hat der Erpresser auch mal angerufen? Nein, nie. Also da ist der Erpresser eingestiegen. Und die tote Ratte hat er im alten Sudhaus deponiert. Die Bottiche hat er Gott sei Dank nicht vergiftet. Die Tests waren alle negativ. Frau Schmidt, setzen Sie sich doch. Sagen Sie, wie lange arbeiten Sie eigentlich schon hier?
Ich habe am 12. Dezember 1958 hier angefangen. Wissen Sie, Herr Kommissar, ich habe Paulchen, ich meine, seinem Sohn noch an der Wiege gesungen. Und die Mutter? Luise Belcher ist früh aus dem Leben gegangen. Hans-Georg hat sich das nie verziehen. Und dann ging es auch mit Paulchen nicht so, wie er es wollte. Ich kann sagen, ich habe mein Leben für beide gegeben und ich bin dankbar dafür. Frau Schmitz, Sie haben Herrn Belcher Senior sehr gemocht, ne? Brauchen Sie mich noch? Nein, danke. Hier, probieren Sie mal, ganz frisch. Trinken Sie jetzt nicht aus? Ich verkoste doch den ganzen Tag. Wollen Sie etwa, dass ich betrunken nach Hause fahre? Schöner Beruf. Na, alles beisammen? Ja, Personal von A bis M. Aber wie aussichtslos irgendwie muss das sein, ne? Ja. Gute alte Polizeiarbeit. Das Kölsch übrigens aus der Leitung, ganz frisch. Super. Reicht dir ein Brot. Oder nimm dir was aus dem Kühlschrank. Papa! Super! Jetzt besser? Mhm. So komisch, dass Opa nicht mehr da ist. Paul? Willst du auch was essen? Nein, danke. Jeanette? Deine Schulaufgaben? Und das Zimmer wird heute aufgeräumt. Ja, ich rede gerade mit Papa. Sag, wie ist es, wenn man stirbt? Hat man da Angst? Ich glaube, er hat nicht viel gespürt. Das ging alles ganz schnell. Glaubst du, er sieht und hört uns? Kind, ich weiß es nicht. Hallo, ja? Einen Augenblick. Geh und hilf Mama in der Küche, ja? Paul, ich muss mit dir reden. Später. Mach mal die Liste mit den Trauergästen. Und die Todesanzeigen müssen bestellt werden. Eingeladen werden nur die engsten Familienmitglieder. Außer Mona Serner, sie wird auch teilnehmen. Mona Serner gehört nicht zur Familie. Falls du es vergessen hast, Mona Serner lacht für uns von jeder Plakatwand. Insofern gehört sie auch zur Familie. Sie gehört nicht zur Familie. Du hast doch bei Vater auch als deine Tipps angefangen. Nun wird nicht unverschämt. Mein Vater hat damals mit seinem ganzen Geld die Firma deines Vaters gerettet. Und wärst du nicht das Einzige... Ich weiß! Ich weiß. Aber es wird sich einiges ändern, meine Liebe. Gewöhn dich ruhig daran. Herr Belcher? Ihre Sekretärin aus der Brauerei hat uns gesagt, dass wir Sie hier finden. Haben Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für uns? Ganz schlecht jetzt. Vielleicht heute Abend, ja? Wir ermitteln den Mord an Ihrem Vater. Ich weiß. Aber lassen Sie sich einen Termin von Frau Schmitz geben. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Tschö, Papa. Tschö. Wir sehen uns. Frau Belcher? Haben Sie vielleicht ein offenes Ohr für uns? Jeanette, geh schon mal vor, ja? Ihr Mann besitzt eine Waffe. Eine Waffe? Ja. Ja, die Kollegen von der Ballistik haben sie nach der Untersuchung freigegeben. Bitte. Mit der Waffe hat Ihr Schwiegervater auf den Erpresser geschossen. War das so seine Art, eine Waffe einstecken und die Sache selbst in die Hand nehmen? Hans-Georg? Nein. Er wollte mit dem Erpresser reden. Er war ganz besessen davon, die Angelegenheit auf seine Weise zu lösen. Auf seine Weise? Also mit einer Waffe? Nein. Was für ein Verhältnis hatten Sie denn zu Ihrem Schwiegervater?
Hans-Georg war wie ein Vater zu mir. Ja. Und warum hatte es Ihr Mann gerade so eilig? Er ist ins Studio gefahren, da wird ein neuer Werbespot gedreht. Unsere Zielgruppe sind 18- bis 30-Jährige und vor allem Männer. Die sollen unser Bier trinken. Wir fangen gleich mit neuen Probeaufnahmen an. Und bringen Sie junge, schöne Komparsen. Und schicken Sie die Senioren weg. Besorgen Sie ein Hochzeitskleid für Mona. Hochzeitskleid? Ich will mit Ihrem Vater sprechen. Mein Vater ist zurzeit nicht zu sprechen. Ich erkläre Ihnen das später. Ich verstehe kein Wort. Wo ist der Artdirektor? Ach, da sind Sie ja. Herr Welch, was war mit? Sie auch. Oh, die sieht ja noch besser aus als auf den Plakaten. Findest du nicht? Findest du? Herr Schenk. Ja, das ist mein Kollege, Hauptkommissar Wallauf. Was wollen Sie von mir? Es geht um den Mord an Herrn Belcher. Da sind Sie doch sicherlich eingeweiht, ne? Ja, schrecklich. Wo waren Sie denn in der Mordnacht, so zwischen 21 und 23 Uhr? Mona, kommst du? Wir wollen anfangen. Ich finde es übrigens gar nicht gut, wenn die Polizei hier auftaucht. Sie haben keine Ahnung, wie schnell sowas in der Stadt die Runde macht. Und dann? Wir sind da absolut diskret. Wirklich. Also, wo waren Sie zum fraglichen Zeitpunkt? Ich war den ganzen Abend zu Hause. Nicht wahr, Paul? Du hattest doch noch angerufen, so um 21 Uhr, bevor du zu diesem Hotel gefahren bist. Ja, das stimmt. Und später? Kam Herr Becher noch vorbei, das war so gegen Mitternacht. Genau. So war's. Komm rein, wir müssen weitermachen. Können wir ein bisschen zuschauen? Ja, natürlich. Gleich nochmal. Deinen Mund nicht aufs Kleid. Du solltest dir den Mund spritzen, warum geht das denn nicht? Aus! Die Dosen brauchen mehr Druck. Ja, ich schüttle, schüttle und schüttle. Da ist einfach nicht mehr Druck drin. Was ein Affenzirkus, hä? Ja? Ist doch ganz einfach. Sie lügt und er lügt. Du meinst ihr Alibi? Na klar. Also so geht das nicht. Entweder Sie halten sich da raus oder ich gehe. Bitte? Da ist die Tür. Ich muss den reicht's. Scheiße, ich hab noch einen Termin. Neue Wohnung? Du fragst immer nach Dingen, die du schon längst weißt. Lass es doch. Nicht immer. Warum hast du vorhin bei den Polizisten gelogen? Na hör mal, die wollen ein Alibi und ich hab keins. Ich war doch allein. Beruhig dich doch. Du bist doch keine Erpresserin, oder? Wenn die Erpressungen weitergehen? Dafür ist jetzt die Kripo zuständig. Mich interessieren im Moment ein paar ganz andere Dinge. Was hast du denn? Ist schlecht! Ich habe auch keine Lust, mich mit diesem Bier vollspritzen zu lassen. Das ist doch degoutant. Hör mal, Mona. Du bist bei mir unter Vertrag. Dein Vater hat den Vertrag mit mir gemacht. Nicht du. Es ist alles ganz anders, mein Schatz. Hör auf! Ich sagte doch, mir ist schlecht. Alles riecht nach deinem Bier. Stört mich nicht. Zieh dich aus.
Und? Hat das Model was mit der Sache zu tun? Nee, das glaube ich nicht. Der hat überhaupt kein Motiv. Wo sage ich Max? Ich würde trotzdem noch mal genau hinschauen, an deiner Stelle. Du bist wieder betrunken. Ja, ich bin betrunken. Das geht mir richtig gut. Liebst du sie? Ach, bitte, bitte, jetzt fang nicht wieder damit an. Liebt sie wenigstens dich? Komm. Was ist los? Ich hab dich was gefragt. Was findet sie an dir? Das Geld? Ich bin in der Dusche, ich bin hundemüde. Ich habe mich entschieden, Paul. Ich gehe nächste Woche zum Anwalt. Scheidung? Woher der plötzliche Sinneswandel? Du hast aber einiges zu verlieren. Du auch. Auf die Macht deiner Liebe wollen wir deshalb nicht nur in unserem Leben, sondern auch im Angesicht des Todes vertrauen. Dazu ermutige uns, Herr. Amen. Der Herr segne deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns erheben und den Leib des Verstorbenen zu seiner letzten Ruhe geleiten. Sehen Sie sich das an. Diese E-Mail ist gerade reingekommen. Ich gebe Ihnen gerne eine Kostprobe dafür, dass ich es ernst meine. Ihr Bier wurde heute vergiftet. Ich verlange 2 Millionen. Sie hören wieder von mir. Der blufft doch. Wir überwachen den Betrieb Tag und Nacht. An die Bottiche kommt er nicht ran. Woher kommt denn die E-Mail? Aus einem Internetcafé in Düsseldorf. Da haben wir keine Chance. Sag mal, die ersten Briefe, die kamen doch handschriftlich per Fax. Vielleicht ist es ja ein Trittbrettfahrer. Was ist hier los? Los, Ingo! Ja? Was ist passiert? Haben Sie einen Krankenwagen gerufen? Ich komme.
Was ist los? Vergiss nicht, es... Ich weiß ja nicht, was passiert ist. Ich hab doch immer alles unter Kontrolle gehabt. Da konnte keiner rein. Da müssen Sie mir glauben. Leute, bitte wieder an die Arbeit. Alle Lieferungen, die heute raus sind, werden umgehend zurückgerufen. Und die Abfüllung bitte sofort unterbrechen. Ist klar, Chef. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Vorsichtsmaßnahme ist gut. Sie werden um eine Totalbeschlagnahme und die Staatsanwalt nicht drum rumkommen, Herr Belcher. Die Akte, das ist doch alles nichts. Den diensthabenden Arzt, Dr. Katz. Ja gut, ich warte, danke. Ich hab da was für euch. Toll. Ich habe ein wenig in Mona Serners Familienleben recherchiert, Schufa-Liste und so. Laut den Kollegen von der Wirtschaft hat der Bruder der Serner in Frankfurt eine Menge Schulden gemacht und ist dann untergetaucht. Hallo? Ja, ich warte. Schulden? Was für Schulden? In Konkurs gegangen. Der hatte irgend so ein Szene-Lokal. Hat in etwa 300.000 Bank- und Privatschulden. Hm? Was habe ich dir gesagt? Ja, warum sollte Mona Serner ihr goldenes Kalb schlachten? Die kriegt doch alles, was sie will. Auf alle Fälle ist da erstmal ein Motiv. Und ihr Alibi zur Tatzeit ist dünn. Ja, du kannst bei jedem Haar in der Suppe finden, wenn du... Sag mal, Freddy, dir gefällt wohl dieser Kölner Monroe-Verschnitt, hm? Das ist vielleicht ein Luder. Aber sagt noch lange nichts über ihren Charakter aus. Ja, hallo? Dr. Katz, Lissy Pütz, Mordkommission Köln. Es geht um den Patienten Kesselnig. Können Sie da schon was sagen? Hm, ja. Okay, danke. Wiederhören. Strychninvergiftung. Kritischer Zustand, aber er kommt durch. Wer sind Sie? Woher kennen Sie meine Telefonnummer? Ich mache Ihnen einen fairen Vorschlag. Sie sollten sich also mein Angebot gut überlegen. Ich erwarte Sie in 20 Minuten im Urteil Ihres Bruders. Hallo? Hallo? Hören Sie? Reine Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Ich frag dich aber nicht. Können wir wenigstens mal nachfahren, oder? Was darf's denn sein? Kännchen Kaffee, bitte? Schön, dass Sie gekommen sind. Ist Ihnen noch niemand gefolgt? Wer sind Sie? Das ist jetzt ganz und gar unwichtig. Herr Bigula, auch etwas zu trinken? Wir gehen jetzt zusammen hoch und ich schaue mir den Patienten mal an. Ich denke, da besteht ein gewisser Handlungsbedarf. Kannst sie ja abhören lassen. Was eine schöne Idee. Aber kriegen wir sowieso nicht genehmigt. Wieso? Von Prinz ist doch für jede Idee dankbar. Nach dem Flop bei der Geldübergabe. Ich habe Besuch mitgebracht. Aber bitte bleib ganz ruhig. Versprich es mir. Der Mann will uns helfen. Ist zwar kein Arzt und nicht ganz billig, aber er will helfen. Hey. Wer denn? Er will uns helfen. Er will Geld. Eine Erpresse? Du bringst einen verdammten Erpresser mit hierher. Er kann uns nützlich sein. Oder willst du hier verbluten? Bitte kommen Sie.
ziemliche Kaschemme. Sind Sie Arzt oder was? Nein. Aber ich habe schon ein paar Schusswunden gesehen. Es gibt eine böse Blutvergiftung, wenn wir nicht bald was tun. Muss ich mit, Doc? Nee, warte du mal hier. Ja. Sie sitzen beide ganz schön in der Tinte. Und ich kann versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir arbeiten zusammen. Machen 50-50, 20.000 im Voraus. Ich gehe dann mal und hol die Medikamente. Ihr könnt euch das unterdessen in Ruhe überlegen. Guten Tag. Hätten Sie vielleicht einen Prospekt und eine Preisliste für mich und dürfte ich mir mal ein Zimmer angucken? Gerne. Prospekt. Zimmer 28 ist gerade frei. Wie konnte der auf unsere Spur kommen, verdammte Scheiße? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt nicht mehr zurück können. Na ja? Ich kann mich immer noch stellen. Ich krepiere ich eh bei dem Scheiß, den du hier anstellst. Ich kann überhaupt nichts dafür! Also, junger Mann, wen oder was suchen Sie hier? Der Hund findet die Flöhe. Sie sind doch ein Bulle. Das mit den Flöhen nehmen Sie zurück, ja? Klar. Bin ja auch kein Hund. Die junge Frau, die eben hier in der Pension gekommen ist. Was für eine Frau? Groß, blond, brauner Mantel, rosa Turnschuh. Zimmer 3 im ersten Stock. Sie kommt regelmäßig. Der Gast heißt Fleischmann. Er hat schon länger das Zimmer nicht verlassen. Sie hat gesagt, ihn hätte eine böse Grippe erwischt. Bin gleich wieder da. Machen Sie auf! Schnell! Gib's ihm! Ziehen Sie was über! Los, los, Zimmer aufräumen! Da unten ist einer von den Bullen, die Sie schon im Filmstudio besucht haben. Woher wissen Sie das? Raus hier! Verdammt! Bleiben Sie hier bei mir, bis Sie wieder weg sind. Hallo? Aufmachen, Polizei. Sie eine junge blonde Frau gesehen mit dem braunen Mantel an? Ja, warten Sie. Ja, komm. Die ging deine Treppe hoch. Und die hat es ziemlich eilig, wenn Sie mich fragen. Ich war dagegen, aber der alte Belch hat in der Firma das Sagen. Also dann im Dorent, ja. Meinst du nicht, dass das eine Mausefalle ist, wenn die Polizei aufkreuzt? Nein, ich kenne das. Ich habe da auch schon mal gewohnt. Ein richtiges Labyrinth über Fahrstühle, Küchen, Wäschelift. Wenn die nicht mit einem Heer von Bullen ankommen, dann würden sie es nicht schaffen. Für wen arbeiten Sie? Ohne
Für mich wären Sie, diese traurige Gestalt, bereits im Knast. Also hören Sie mir zu. Jetzt kommt es nämlich ganz auf Sie an. Tut mir weh. Ihr Bruder wird doch bis jetzt bloß wegen irgendwelcher Schulden gesucht. Also strengen Sie Ihren etwas an, ja? Die werden Sie mit etwas Glück wieder laufen lassen. Und denken Sie daran. Sie kennen mich nicht. Haben mich nie gesehen. Ich hab's doch gewusst. Was gewusst? Ja, dass mit dieser Mona Serner irgendwas nicht stimmt. Komm, das ist eine fixe Idee von dir. Eine fixe Idee? Was hatten die hier in dieser Absteige zu suchen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie noch einen anderen Lover. Frag sie doch einfach, oder? Du meinst, Fleischmann wäre der Erpresser? Ein bisschen weit hergeholt, oder? Möglich wär's. Ja, möglich ist alles. Ja, warum denn nicht? Warum nicht, ja. Ja. Ja, Lissi, ich bin's. Du, pass mal auf. Anlasse meine Hausdurchsuchung und eine Spurensicherung im Hotel Schmitz in der Domstraße. Wir beide warten hier. Okay? Gut, bis später. Wollten Sie zu mir? Das passt gut. Ich möchte nämlich eine Aussage machen. Es geht um meinen Bruder. Er wohnt hier. Wo waren Sie denn, als wir geklopft haben? Vielleicht hat ihn jemand gewarnt. Mein Kollege fragt, wo Sie waren. Auf Toilette, ein Stockwerk höher. Auf Toilette? Wer außer Ihnen hätte Ihren Bruder denn warnen sollen? Das weiß ich doch nicht. Ich hatte jedenfalls keine Veranlassung dazu. Ihr Bruder ist seit 3 Wochen in Köln. Warum? Er wusste nicht, wohin. Er war abgehauen, die Sache in Frankfurt. Im falschen Reisepass. Davon weiß ich nichts. Natürlich haben Sie das gewusst. Ihr Bruder hat doch unter falschem Namen im Hotel eingecheckt. Unter dem Namen Fleischmann. Er wollte in meiner Nähe sein. Ich habe ihn besucht. Habe ihm etwas Geld geliehen. Er ist doch mein Bruder. Dieser Konkurs, das war nicht seine Schuld. Frau Serner, wir sind hier nicht für Konkurse zuständig. Uns interessiert die Frage, hätten Sie und Ihr Bruder ein Motiv gehabt, die Brauerei zu erpressen? Was ist denn? Was gibt's denn? Das Blut im Fahrstuhl und im Waschbecken ist die gleiche Blutgruppe. Aha. Blutgruppe. Was auch nichts aussagt. Und die DNA? Kommt morgen Mittag. Guck mal, Ihr Bruder ist hochverschuldet. Das ist doch ein Motiv für eine Erpressung. Doch, ja. Aber wenn wir sie jetzt einsperren, dann kommen wir dem Bruder nicht mehr ran. Wenn sie sich entlastet fühlt, dann geht sie vielleicht zu ihm hin. Wir können sie mal richtig durch den Mangel drehen. Ach, die wird dir nicht verraten. Ja gut, dann observieren wir sie eben in 3 Schichten. Obwohl... Hey, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Lissi, da kommst du mal raus hier aus diesem Loch. Lernst das abenteuerliche Polizistenleben mal kennen. Sie sind frei. Können gehen. Aber Sie sollten Köln nicht verlassen. Die Soko-Wirtschaft wird sich in den nächsten Tagen bei Ihnen noch mal melden, zwecks einer Befragung. Und falls Sie Ihren Bruder noch mal sehen sollten, richten Sie ihn bitte aus. Ist besser für ihn, wenn er sich stellt. Eine Bitte, ich möchte nicht, dass Paul Belcher von dieser Geschichte erfährt. Kein Problem, das sind noch 2 verschiedene Dinge, oder? Okay. Vielen Dank, Herr Schick. Gerne. Ich muss mit Ihnen reden. Wieso? Sie haben sich mit meiner Frau getroffen.
Ich kenne Sie nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie haben sich mit meiner Frau getroffen und ich will wissen, warum. Hören Sie, Frau Belcher ist meine Klientin. Klientin? In welcher Sache? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Ich drück ab, wenn Sie nicht reden. Es geht um Ihre Scheidung. Um eine Scheidung? Ja. Beweise sammeln, schmutzige Wäsche waschen, das Übliche. Nehmen Sie doch endlich dieses alberne Ding da weg. Sie ist ja nicht mal geladen. Da habe ich mich wohl geirrt. Was zahlt sie Ihnen? Sie sind vielleicht eine komische Nummer. Geben Sie mir meine Waffe wieder. Hey, warten Sie! Sagen Sie mir irgendeinen Preis. Na los. Irgendeinen Preis. Die 20 Millionen Euro umfassen auch 7 Gaststätten, die alle in Pacht sind. 3 gepflegte Immobilien. Einen gemischten Getränkehandel, Importbiere, Spirituosen, Erfrischungsgetränke. Sie finden alle Details in der Ihnen vorliegenden Dokumentation. Was meine Verkaufsprovision betrifft, so sollten wir uns jetzt vielleicht über den Auszahlungsmodus unterhalten. Ich gehe da von einer Brutto- für Nettosumme in Bar aus. Ihre Karten sind gut. Was heißt das? Was ist mit der Brauerei? Die Fassler Brauerei in Düsseldorf ist an einer Übernahme mehr als interessiert. Es gibt Treffen hinter verschlossenen Türen. Ich will diese Unterlagen, Beweise über den Verkauf. Er kann nicht ohne mich die Brauerei verkaufen. Er hat mir bis heute kein Wort gesagt. An die Unterlagen komme ich nicht ran. Versuchen Sie es. Soll ich die Unterlagen stehlen? Ist mir egal, wie Sie es machen. Und? Na nichts. Seit einer halben Stunde ist sie in der Brauerei. Vorher war sie zu Hause und von ihrem Bruder keine Spur. Und ich langweile mich hier zu Tode. Mein Arsch ist auch eingeschlafen. Du liest sie sowas machen wir manchmal wochenlang. Ja, und nichts passiert, gar nichts passiert. Hast du nicht irgendwas von Abenteuer erzählt? Ja, das passiert hier im Kopf. Hallo. Was machst du hier? Ich wollte dich sehen und einen kleinen Vorschuss holen. Wie viel brauchst du? Hör auf. Nicht hier. Neuigkeiten? Hat er sich wieder gemeldet? Wer? Der Erpresser, ja. Weißt du was? Fahren wir zusammen weg. Hm? Nur du und ich. Auf eine ganz große Reise. Hm? Klingt verlockend. Entschuldige. Schenk? Max? Ja klar, gerne. Wo? Ja, kenne ich, finde ich. Bis gleich, ciao. Lissi, kannst du noch eine Stunde? Ich muss mit Max noch eine Wohnung angucken. Die ziehen ihn doch sonst über den Tisch, ja? Und nicht einschlafen. Du weißt, wenn man nicht aufpasst, da passieren die wildesten Sachen. Leider kann ich Ihnen nur ein Glas Wasser anbieten. Schauen Sie sich ruhig um. 5 Zimmer, 1800 kalt. Gehören Sie zusammen? Quatsch, das ist ein Arbeitskollege, wollte auch mal gucken. Mir ist sowas ja egal. Ja. Wissen Sie was? Wenn Sie die Küche nehmen, werde ich Ihnen die Wohnung geben. Sie sind mir nämlich sympathisch. Ja, natürlich nehme ich die Küche. Aber können Sie das denn so entscheiden, wer jetzt Nachmieter wird und wer nicht? Wer meine Küche kauft, ist mein Nachmieter. 12.000, sagen Sie.
Sie ist ein halbes Jahr alt, hat über 25.000 gekostet. Alles edle Teile, halten ein Leben lang. Also schön, weil Sie es sind, 10.000. Oh, Entschuldigung. Schick. Ja, treffen wir uns doch gleich heute Nachmittag. Sagen Sie mir, wo. Sie bringen die Küchenablöse und alles geht seinen Gang. Meine Schwester. Wo ist denn meine Schwester? Warum ist denn meine Schwester nicht gekommen? Die wird von der Polizei Tag und Nacht beschattet. Kommen Sie. Ich habe die Medikamente im Auto. Und der Arzt? Der kommt in etwa einer Stunde. Ja. Wie haben Sie damals Ihre Erpresserschreiben verfasst? Per Fax. Gut. Schreiben Sie mir genauso einen Fax. 10.000, sagten Sie. Genau, und zwar jetzt sofort. Sie könnten Aktien verkaufen, aber das würde ich Ihnen nicht raten. Sie haben eine gute Mischung deutscher Aktien und langfristig werden die steigen. Nehmen Sie es vom Girokonto. Da ist nur so viel drauf. Sie haben doch einen Dispositionskredit. Das Aktiendepot würde ich mir für später aufheben. Ach, noch was. Wie sieht's denn mit Brauereiaktien aus? Interessant. Da ist eine massive Flurbereinigung im Gange. Setzen Sie auf die Fassler Brauerei. Die expandieren im Augenblick mächtig. Auch hier in Köln. Und Pelcher? Pelcher? Es gibt da Gerüchte über eine Übernahme. Das wäre schon etwas spekulativ. Langfristig würde ich Ihnen die nicht empfehlen. Hm. Morgen 9.30 Uhr bringe ich die Schlüssel und alles ist unter Dach und Fach, Herr Ballard. Ja, so. 10.000, die abgemacht. Die Hausbesitzerin wird ihre helle Freude an Ihnen haben, Herr Ballard. Hoffe ich doch. Tschö. Tschö. Hat alles geklappt? Die Anzahlung? Ich überbringe Ihnen also das restliche Geld morgen Abend, ab 20 Uhr. Aber nur, wenn Sie den Auftrag erfolgreich ausgeführt haben. Ich werde da sein. Herr Pegula? Ja? Sie sind der größte Charakterlump, der mir jemals begegnet ist. Ich will Ihnen da aber keine Konkurrenz machen. Morgen habe ich nur einen Besuch. Na also, dann kann man dich ja endlich mal besuchen. Da auf dem Schiff liegt eine Leiche. Schon eine Ahnung, wer das ist? Keine Ahnung. Und? Der Erpresser hat sich wieder gemeldet. E-Mail. Nee, diesmal wieder ein Fax. Mit der alten Handschrift. Nee. Wenn Sie nicht zahlen, wird das nächste Mal die Dosis erhöht. Ich will 2 Millionen in gebrauchten Scheinen. Weitere Anweisungen folgen. Ja. Ganz schöne Summe, oder? Das ist doch gängig. Wieso? Ja, aber ist doch eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Wir hatten die Leiche gefunden. Ein Werftarbeiter. Ehrlich gesagt, das ist ein Hund, der die ganze Zeit vor dem Schiff gebellt hat. Dann vernehme ich den Hund und du den Werftarbeiter. Müssen wir da hoch? Na klar. Tag. Ah. Ah, meine Herren. Steckschuss in der rechten Schulter. Sicher eine Woche alt. War aber ganz sicher nicht die Todesursache. Sieht mir nach Strychninvergiftung aus. Haben wir ja nicht mehr so oft. Woher wissen Sie das so genau?
Ja, sehen Sie die Haltung des Toten? Die Verkrümmung der Wirbelsäule und der Schaum vorm Mund. Wir kennen das ja von Ratten, also bei Rattengift. Liegezeit 5 Stunden. Mehr habe ich im Moment nicht. Ich empfehle mich. Darf ich das schon anfassen, Kollege? Ja, ja. Robert Serner. Monas Bruder. Was ist das? Ja, guck mal hier. Dieselbe Handschrift wie bei dir auf dem Fax. So, jetzt habe ich es verstanden. Das ist der Mörder und der Erpresser von dem alten Belcher. Nur wenn der jetzt schon seit 5 Stunden tot ist. Wir hatten vor einer Stunde deinen Fax geschickt. Ja, könnte eigentlich ein ganz klarer Fall sein. Ist aber nicht klar. Eben. Mona? Nee, Mona nicht. Der Trittbrettfahrer. Ja, der dritte Mann, der den Toten kannte, aber der nicht teilen wollte. Ich werde Mona mal die Nachricht überbringen. Machst du das? Ja. Ja. Darf ich eine Minute alleine sein? Also, die DNA-Blutanalyse beweist, Robert Serner war der Mann im Fahrstuhl. Die Kugel in seiner Schulter stammt aus Belchers Waffe. Und wie ich schon auf dieser Yacht vermutet habe, Tod durch eine Strychninvergiftung. Laut Laborbericht die exakt gleiche toxische Zusammensetzung wie bei diesem Braumeister Kessenich. Bloß, dass die Dosis bei Serner eben tödlich war. Warum wurde Robert Serner vergiftet? Ich werde das Gefühl nicht los, dass es hier gar nicht mehr nur um Erpressung geht. Wie meinst du das? Ich kann Ihnen sagen, wer meinen Bruder umgebracht hat. Dann ging einfach alles schief. Plötzlich tauchte dieser seltsame Mann auf, der über alles Bescheid wusste. Und seine Hilfe anbot, der uns völlig in der Hand hatte. Ja? Ja. Ich glaube, Pegula ist sein Name. Er hat in der gleichen Pension gewohnt und uns vermutlich von Anfang an beobachtet und belauscht. Der Mann im Flur. Bart, graue Haare, bisschen schmierig? Ganz sicher. Er hat meinen Bruder umgebracht. Wer hat denn das E-Mail geschickt? Das waren wir nicht. Sie hat noch eine Affäre mit Paul Belcher. Wie haben Sie das denn hingekriegt? Es war schrecklich. Schrecklich? Was war schrecklich? Ich habe ihm gehört. Ich war sein Besitz. Exklusiv bei Belcher unter Vertrag. Und der Mord an Belchers Vater, wie lief das ab? Robert wollte das nicht. Aber der Alte hatte plötzlich eine Pistole gezogen und geschossen. Robert wollte doch niemandem was tun. Er wollte bloß das Geld. Ich wusste doch, dass der Alte zahlen will, sonst hätten wir das doch nie angefangen. Und ist Paul Belcher nie misstrauisch geworden? Das Ganze wurde zum Albtraum. Für uns beide. Paul war völlig verändert, ganz und gar mit sich beschäftigt. Ich habe ihn nie vorher so erlebt. Ich hatte solche Angst. Und zurück konnte ich nicht. Es war zu spät. Und ich saß in der Falle.
Lissi, Zielfahndung nach Pigula einleiten. Wo ist eigentlich dieser Paul Belcher jetzt? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Karl, hier ist Lissi. Hast du schon was zum Pigula? Gratuliere, meine Herren. Ich habe gewusst, dass wir das schaffen. Dafür lade ich Sie zu einem exquisiten Essen ein. Sie sagen, wann und wo. Sie natürlich auch, Lissi. Herr Staatsanwalt, der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Nicht? Nein. Der Mord an Belcher ist geklärt. Aber im Mordfall Robert Serner gibt es mittlerweile einen Verdächtigen, den müssen wir erstmal haben. Den kriegen wir schon. Wir? Sie. Wo findet denn die Geldübergabe statt? Wir wissen gar nicht, ob überhaupt eine stattfindet. Was haben wir denn heute für einen Tag? Samstag. Scheiße, Mensch, mein Mietvertrag und Schlüsselübergabe. Ich bin in einer Stunde wieder da. Hier, Pigula Heinz, Ex-Polizist aus Düsseldorf, bietet seine Dienste als Privatdetektiv im Internet an. Ist aus der Pension ausgezogen. Ist das unser Mann? Ja? Hey, Sandra. Ich habe wegen der Party am Wochenende. Sollen wir Johannes da noch einladen? Mhm. Okay. Entschuldigen Sie, wenn ich hier einfach so durch die Hintertür hereinkomme. Ich reise ab und möchte noch das neueste Material vorbeibringen. Zudem ist noch die letzte Rate offen. Was wollen Sie hier, wenn uns jemand sieht? Ich habe schon ein paar Mal angerufen, aber Sie melden sich nicht. Ich muss vor meiner Abreise eine wichtige Angelegenheit, die Ihren Mann betrifft, mit Ihnen persönlich besprechen. Es dauert auch nicht lange. Also bitte. Wollen Sie was trinken? Ein Kaffee? Espresso! Ja, gern. Leider hat sich der Fall genauso entwickelt, wie Sie es befürchtet haben. Milchzucker? Wie entwickelt? Ja, haben Sie heute die Zeitung noch nicht gelesen? Sind Sie hergekommen, um mir das zu sagen? Thank you.
Sein Wagen? Mietwagen, den Schlüssel hat er in der Tasche. 50.000 Mark in Bar, zwei Waffen, immobile Erpressung, Pferdefass. Mhm. Hey, Mann, das hat aber gedauert. Was ist mir passiert? Pigula hat versucht, Frau Becher zu erdrosseln. Ah? Ja, und die Kleine hat das irgendwie mitgekriegt und hat ihm im Golfschläger eins übergezogen. Die Tochter, die ist so höchstens 12. Tja, Töchter haben es in sich, das sage ich dir aus Erfahrung. Und Schlüsselübergabe, alles okay? Ja, klar. Sag mal, der Pigula ist ja vernehmungsfähig? Nee, keine Chance. Der hat sich nicht nur öfters mit Frau Becher getroffen, sondern mit Becher Junior. Dorin, Blauer Saal, Sitzung Fassler Brauerei. Hm. Diese Kellerassler hat überall abgezockt. Danke. Sag mal, du glaubst, der Becher, der steckt mit dem Pigula unter einer Decke und hat dem Pigula den Auftrag gegeben, seine Frau umzubringen? Gut möglich. Die Alte war ihm einfach im Weg. Hm. Zeig mal den Vertrag. Vertrag? Den Mietvertrag. Ich gehe da jetzt schon mal rein. Frau Becher, dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Woher kannten Sie Pigula? Durch ein Zeitungsinserat. Ich habe einen Detektiv gesucht. Es ging um die Scheidung. Haben Sie einen Verdacht, warum er Sie umbringen wollte? Jeanette, lässt uns ein paar Minuten mit deiner Mama alleine reden. Hm? Du bist ein tapferes Mädchen. Du kannst bei uns anfangen. Wir gehen davon aus, dass auch Ihr Mann Pigula kannte. Pigula hat doch für mich gearbeitet. So wie die Dinge liegen, hat er vor allem für sich gearbeitet. Es gibt da nämlich noch ein Problem. Mit Ihrem Mann. Es kann sein, dass er mit dem Mordversuch an Ihnen zu tun hat. Dann verhaften Sie ihn doch einfach. Wir haben doch überhaupt nichts gegen ihn in der Hand. Lassen Sie ihn in dem glauben. Seine Frau sei ermordet worden. Bitte? Kommt er denn nicht nach Hause? Nein. Er ist geschäftlich in Düsseldorf und wollte am Abend zurück sein. Naja, wir haben gedacht, dass wir Sie eher mit Ihrem Mann konfrontieren und dann... Darf ich mal? Paul Belcher fährt mit einer Taxistadt auswärts. Gut, immer dranbleiben. Gebt laufend die Positionen durch. Es geht los. Ausgänge abriegeln. Ist alles bereit? Alles bereit. Thank you.
Was hast du denn? Ich bin's, deine Frau. Kann schon verstehen, dass dich meine Anwesenheit etwas irritiert. Vielleicht bin ich auch nur ein Geist. Nein. Ich möchte... Du möchtest wissen, warum ich lebendig vor dir stehe. Paul, wie kommt Pigola dazu, mich zu Hause zu besuchen? Hast du ihn dahin geschickt? Nein. Wo steckt er denn eigentlich? Müsst doch längst hier sein. Was redest du denn da? Warum wolltest du mich töten? Was redest du denn da? Mach den Koffer auf. Ich will die Prämie sehen, die du auf meinen Kopf gesetzt hast. Nein. Mach den Koffer auf oder ich drück ab. Frau Becher, legen Sie die Waffe weg. Frau Becher, wir kommen jetzt ganz langsam näher. Legen Sie einfach Ihre Waffe auf den Boden. Bleiben Sie, wo Sie sind. Hast du nicht gemerkt, dass sie dich nicht geliebt hat? Warst du so blind? Sei endlich still! Frau Becher, hört Sie zu. Mona hat deinen Vater erpresst. Und ihr Bruder hat ihn erschossen. Das hast du nicht gewusst. Dein Vater wäre nie auf die Idee gekommen, mit einer Waffe dahin zu gehen. Du hast ihm das eingeredet. Pigola kommt nicht und wenn du die ganze Nacht darauf wartest. Schieß doch endlich. Paul, du kannst nicht mehr weglaufen! Prosecco? Champagner. Also ich nehme Kölsch. Und Sie, Herr Walloff? Ich nehme auch einen Kölsch. Herr Ober? Ja, Papier. Wir hätten gerne zwei Prosecco und zwei Kölsch. Danke. Hey Freddy. Hm? Das da hinten ist so der Brecht. Wer? Der Mann, der mir eine Küche verkauft hat. Das ist doch eine gute Idee. Nach dem Essen gehen wir alle zu Max und uns die neue Wohnung angucken. Die soll ja ein Traum sein. Sind Sie denn schon eingezogen? Nein. Da hinten, da sitzt ein Betrüger, der mir 10.000 Mark aus dem Kreuz geleiert hat. Und den packe ich mir jetzt. Ich hab's doch gewusst, Mensch, Max. Da muss man ganz still sein, ja? Das war selber abgenickt. Ja, komm, lass mal, den hole ich mir. Dann lassen Sie uns erstmal ganz in Ruhe essen, hm? Wir haben ihn doch hier im Spiegel im Auge. Kann nichts passieren. Herr Ober? Was ist, wenn er abhaut?
Was ist er denn? Entschuldigung. Wo ist denn der junge Mann, der da gerade gesessen hat? Ja, ich bin mal schon. Ich muss nicht nur mal. Ich bin so und? Abgehauen. Durchs Klofenster. Max. Ein guter Polizist muss warten, bis der Zeitpunkt der richtige ist. Und dann zuschlagen. Können wir jetzt bestellen? Ja, Prost, ne? Zum Wohl.